Jetzt habe ich noch ein bisschen getuned, vor allem die Endstrecke. Ich habe den blauen Flitz grob wiederhergestellt und jetzt probieren wir das mit dem blauen Flitz. Was will man noch mehr? Im Kuhstall. Und ihr seht's? Wahnsinn! Ein Lego! Und der Rücken fliegt auch mal 2 cm. Freigeil, oder? Von uns rüber. Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatzer, alter Knacker aus dem rostigen Städtchen Erlenkbach im Wienerwald. Ich befinde mich im Saal Klassik des Heidler Kindergarten, das demnächst irgendwann wieder mal öffnen wird, als Museum mit Flipperautomaten und Lego-Set. Und ich befinde mich beim Looping. Warum befinde ich mich beim Looping? Vor nicht ganz einem Jahr habe ich ein Video gepostet, wo man diesen Looping sieht, wie er im Betrieb ist. Und das hat ganz gut geklappt. Und dann plötzlich, irgendwann, im Laufe der Saison des letzten Jahres hat er nicht mehr geklappt. Und das große Ziel heute ist herauszufinden, warum er nicht mehr klappt und ihn in Betrieb zu nehmen. Als erstes zeige ich euch, was passiert, wenn man einen Wagen durchrollen lässt. Und dann schauen wir, wie wir was dagegen tun können. Ihr seht halt, es läuft suboptimal, wenn man das so sagen darf. Jetzt weiß ich nicht warum. Das ursprüngliche Problem des Loopings war immer, dass wir mit so viel Schwung gekommen sind, dass die Wagen mit so viel Schwung und Karacho in die Auslaufphase gegangen sind, dass sie oben abgehoben sind und danach entgleist sind. Heute haben wir das Problem, dass wir zu wenig Schwung haben und ich verstehe es nicht. Ich versuche das jetzt rauszufinden. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass hier, wenn wir darauf schauen, diese Strecke nicht wirklich gerade ist. Das ist natürlich ein hochproblematisches Thema. Das wäre ein Ansatz, daran jetzt zu arbeiten. Das heißt, ich werde das jetzt mal gerade richten. Und wenn es gerade gerichtet ist, probiere ich das nochmal. Das ist das Konzept. Es sind einige Stunden vergangen. Ich bin noch immer beim Looping. Und der Erfolg war schon mal, dass der blaue Flitz mehrfach abgestürzt ist und mein Sohn hat ihn wieder aufgebaut. Wir wollen jetzt nicht beurteilen, wie richtig der aufgebaut ist, aber er hat es nicht gemacht. Ich habe viel getan. Ich habe die Aufhängungen anders gespannt, um die Wölbung anders zu kriegen. Ich habe massiv an der Geraderichtung dieser Strecke gearbeitet. Die ist massiv viel gerader jetzt. Also es ist so, wow, fast perfekt, möchte ich sagen. Ich habe den Looping, was ich schon immer machen wollte, hier vervollständigt, denn da waren ja immer so Abstände. Die haben wir ursprünglich eingebaut, diese 6 Noppenfreiräume. Weil damals finanziell die Steine nicht machbar waren. Ich habe das jetzt rundherum umgesetzt. Ich habe alles mögliche andere getuned und darf euch mitteilen, alles das hat nichts geändert. Ja, es ist genau dasselbe Theater von vorhin gewesen. Und dann habe ich weiter geplant und weiter getan. Ich werde euch nicht verraten, was ich gemacht habe, denn sonst baut ihr mir das nach. Und dann bin ich nicht mehr der Einzige mit einem echten Lego-Looping in Lebensgröße. Es gibt ja diese Baby-Loopings, wisst ihr, in diesen Modellen. Das wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Wir arbeiten hier mit Systemsteinen. Und ich zeige euch das jetzt mal und schauen wir mal, was jetzt passiert mit den Testwagen. Der blaue Flitz ist gerade auf Urlaub, aber die anderen schauen wir uns an. Jetzt habe ich noch ein bisschen getuned, vor allem die Endstrecke. Ich habe den blauen Flitz grob wiederhergestellt und jetzt probieren wir das mit dem blauen Flitz.
Zwischenzeitlich ist bereits der Schiebezug im Einsatz und schiebt unter Hubschrauberbeobachtung den Stuntwagen nach oben und seinen sehr Langradstand-Stuntwagen. Hui, ist das ein kompliziertes Wort. Und jetzt werden wir gleich sehen, ob der erfolgreich den Looping schafft. Ich habe noch einiges verändert. Ich habe vor allem in der Zieleinfahrt einiges verändert. Wir sind inzwischen wieder schnell unterwegs, das heißt, wir rollen nicht mehr zurück, aber wir kommen noch nicht wirklich durch. Noch eine Umdrehung. Wir werden das jetzt hochprofessionell mit einer Handkamera filmen. Na, das kann ja heiter werden, um nicht eiter zu werden, sagen. Damit ist es vollbracht. Der Looping wird bis zum Ende durchgefahren. Dass wir jetzt auf der Brücke mit zu viel Schwung ankommen, ist genau der Plan. Da liegen wir jetzt nämlich so drinnen. Das heißt, hier bedarf es einiger Feintuning-Dinge. Aber das Konzept ist gelöst. Wir wissen jetzt, der Looping funktioniert und wir können unseren genialen Plan weiter fortsetzen. Das machen wir so. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis später, bis dann, bis irgendwann hier im Eitel Kindergraben oder hier auf diesem YouTube-Kanal. Ein Lego-Kopf! Der Loop liegt auch 2 cm. Da bin ich, hallo! Ja! Voll geil, oder? Von und zu überhaupt!